Also, die Hecke machen wir so weit weg, wie da drüben der Wald ist ungefähr. Ein Gute Idee. bisschen, also so von hier aus. Wir gucken so, dass die Hecke mit dem Wald auf einer Höhe ist. Gute Idee. Man kann hier nicht rausgucken aus dem Fenster. Man hat so eine schöne Aussicht und die Hecke ist im Man Weg, kann die aus wir dem letztes Jahr Fenster schon gekürzt gucken. haben. Schnucki, du sagst, man kann nicht rausgucken aus dem Fenster. Natürlich kann man hier rausgucken, aber man kann halt nur bis zur Hecke Ja, gucken. genau. Und da ich ja gerade dabei bin, meine Augen zu trainieren, da steht in der Trainingsanleitung Weitsicht. Man muss weit sehen können. Steht hier gar nicht. Also, hier so ein bisschen kleine Info zu den Augen. Ja, ihr Lieben, also, ich hoffe, es geht euch soweit ganz gut. Ich fange heute meinen Vlog etwas später an. Aber es ist nicht ganz am frühen Morgen. Ich habe gedacht, ich kann euch nicht immer wieder das Gleiche zeigen. Ist auch immer blöd. Aber es ist jetzt 12, genau 12. Ich würde ganz gerne jetzt einmal schnell mit euch nach Schwentinenthal düsen. Ich war heute Morgen bei Rewe, bei Edeka, und ich wollte ja gerne meine Blumenerde bzw. Gemüse- und Obsterde besorgen. Ich dachte, die haben die in kleineren Säcken, diese 20-Kilo-Säcke. Nein, oder 20 Liter, ist nix. Hatten die nicht, also beide Geschäfte nicht. Da dachte ich, okay, dann muss ich doch nochmal zu Bauhaus, aber ich guck mal, ob ich da vielleicht etwas kleinere Beutel bekomme. Also keine 40 Liter, weil, wie gesagt, man schleppt sich da ja echt kaputt, ne? Und ja, dann ist ja diese Woche Ostern und mir fehlen so ein paar Kleinigkeiten, ein paar Ostergeschenke, unter anderem auch ein bisschen was für meine Nichte. Da wollte ich auch mal gerne mal was besorgen. Ich würde sagen, ich nehme euch gerne jetzt mal mit, einfach mal auf so eine kleine Einkaufstour. Heute Morgen habe ich nur für Twitter-Video eingekauft, genau, sonst nichts. Also, Essen ist soweit für heute Mittag gleich ready. Also, man muss nur noch an meinen Backofen schieben. Mein Schnucki muss nochmal den Ofen anmachen. Übrigens, ich habe diesen schönen Pulli an. Schön farbig, ne? Wieso schminkt sich Christi gerade im Auto? Die schminkt sich gerade die Augen. Es gibt ein Nudel, Fleischauflauf, Fleischnudelauflauf mit, also wir haben Reste ja Gulasch von gestern. Beziehungsweise hat mein Schnucki ja gekocht mit dieser Tomatensuppe als Soße. Max. Ach so, mit Leo. Da. Chrissy schminkt sich im Auto. Komisch. Vielleicht reden sie irgendwas. Jedenfalls hatten wir ja noch Wildfleisch mit der leckeren Tomatensuppensoße. Jetzt habe ich noch ein bisschen Soße dazugegeben, Sahne dazugegeben, Käse draufgelegt und das muss nur noch einmal aufgebacken werden. Er hat heute ja ein bisschen länger Schule. Er hatte heute zu zweiten. Ist heute mit dem Fahrrad gefahren. Nur so am Rande. Na gut, ihr Hübschen. Ich würde sagen, wir düsen mal ganz schnell los, weil viel Zeit habe ich ja nicht. Ach, und wir haben Bärlauch gesammelt. Guck mal. Bärlauch. Das ist cool, ne? Habe ich wieder mal eingeweicht. Muss ihn hier nochmal abwaschen. Das dauert immer Ewigkeiten, weil ich ja so Blatt für Blatt abwasche. Und es ist natürlich echt so eine mühselige Arbeit. Ich würde sagen, wir düsen mal schnell los. Wir haben mit Leo gespielt. Ich habe gerade gehört, was Christi da macht, aber Max meint, was macht die? TikTok. TikTok, die schwingt sich. Zu Ja. Ostern? Nö, einfach Häschen-Look. nur so. Hä? Häschen-Look. Nee, nicht ganz. Einfach ganz normales Get Ready With Me. Achso, ah ja, Gerade. okay. Er lebt aber auch mit dem Auto. Echt? Ja. Achso, Er okay. hat sich da richtig reingelegt auch, ne? Echt? Ich habe auf dem Schoß gehabt, also hingelegt. Leider gesagt, oh mein Gott, die fahren doch schon nicht schon wieder weg. Ne? Na gut, Los! ich fahre jetzt mal kurz einkaufen. Viel Ja, Spaß! danke. So, ich bin jetzt mittlerweile bei Bauhaus und ich glaube, ich nehme einfach mal diese Erde hier mit. 9 Euro pro Sack allerdings dann auch, ne? Was ist hier noch? Das ist gar nicht 8,49. Hier ist ein bisschen weniger drin. Das ist aber Bio. Hier ist noch mehr Bio. 18 Liter. Wo gibt es denn das? Irgendwie ist alles durcheinander. Vielleicht sollte ich diese hier mitnehmen. Aber ich sehe sie nicht. Müssen wir mal ganz kurz mal gucken. Achso, hier ist noch mehr. Guck mal, 25 Liter kostet 12 Euro. Vielleicht nehme ich diese hier mit. Die ist zumindest nicht so schwer, kann man gut tragen und auch Bio. Anzucht und Aussaat kann man doch jetzt nicht nehmen wahrscheinlich, ne? Also brauche ich dann was? Hier noch ein so ein Sack. Bio-Tomaten-Gemüseerde. Dann nehme ich davon. Zumindest das, was ich sehe. Ich habe gerade nur zwei Säcke gesehen. Und dann sehe ich hier gerade, ich hatte online ein bisschen was geguckt gestern. Ich wollte gerne was für meine Erdbeeren haben. Ungefähr so was Ähnliches jetzt hier, aber das ist mir irgendwie zu groß. Für 109 Euro? Nö.
Oder ich nehme einfach so einen Kasten nochmal mit. Nur für Erdbeeren, wisst ihr? Den ich habe. Ich habe doch nicht so einen. Unser ist ungefähr so. Nee, der, das ist unser. 30 Euro. Ob ich noch so einen mitnehme? Muss eben mal nach draußen immer gehen und da mal gucken, was sie so Nettes haben. Guck mal, hier haben die sogar noch so ein Hochbeet für 139 Euro. Oh, ja. Na gut, ich gucke mal kurz erstmal nach der Erde. Das ist jetzt meine Ausbeute. Ich habe jetzt einfach 6 Tüten mitgenommen, oder 6 Säcke. 4 hiervon, 2 davon. Davon sehe ich nichts mehr. Auf jeden Fall muss ich ja noch meinen anderen Kübel auffüllen. So, ich habe jetzt ein bisschen geguckt und die haben eine Hochbeete und einmal diese Leiter für 409 Euro. Aber das ist mir irgendwie so ein bisschen zu, ich weiß gar nicht wohin. Ich dachte irgendwie was Kleineres oder so, aber die kriegst du ja nicht irgendwie einfach so hingestellt, weil es recht breit ist und so ein Pflanzkasten halt, ne? Der hier wäre das jetzt, ne? Aber irgendwie stelle ich mir das ein bisschen kleiner vor, ehrlich gesagt. Ja, hier sind noch mehr sonst Hochbeete. Aber Hochbeete, muss man auch schon wieder Platz haben, ne? 90 Euro sind Holzhochbeet. Naja, also ich glaube, es geht jetzt Richtung Kasse. Jetzt gehe ich hier weiter und sehe diese Erde jetzt hier. Ich habe es getauscht. Diese habe ich mitgenommen, 25 Liter. Diese lasse ich jetzt und sonst hier von 2 Stück. Die haben natürlich jetzt auch wieder wunderschöne Pflanzen überall hier, ne? Ich glaube, Gemüse sogar haben die auch. Wollen wir mal ganz kurz nochmal gucken. Ach, da ist diese Erde, glaube ich. Da drunter. Ich sehe gerade, sie haben so eine Gartenheidelbeere. Für 40 Euro und 25 Heidelbeere. Ach so, amerikanische gibt es auch noch. Ansonsten gibt es hier auch noch ganz viele Obstbäume. Ich habe noch nie bei Bauhaus irgendwie einen Obstbaum gekauft. Weiß nicht, ob man das... wahrscheinlich wird es auch gut sein, ne? Kirschbaum. Ich hätte auch voll Bock auf irgendeinen Apfelbaum oder Kirschbaum, aber da muss man schon wieder gucken, wo der hin kann, ne? Ist auch nicht so einfach. Sie haben sogar schon mal geritten. Guck mal, für 9,99 Euro. Aber das ist mir noch zu unsicher, bevor der Frost näher kommt und sie dann kaputt frieren. Was gibt es hier noch? Auch noch ein paar Blümchen, Frühlingsblümchen. Achso, und hier sind diese ganzen Balkonkästen. Ich hatte ja die ja für die Erdbeeren gehabt, in weiß. Haben die aber gar nicht mehr. Nur noch grau und braun. Was gibt es hier noch? Achso, und hier Eukalyptus. 13 Euro so ein Busch auch. Ich bin gerade auf dem Parkplatz von Action. Ich wollte ganz gerne da mal was gucken. Und zwar für meine Mutter etwas für die Küche. Ich hatte bei Insta mal gesehen, die haben da eigentlich schöne Geschirrtücher zum Beispiel oder irgendwelche Körbe oder so. Ich guck mal, ob ich da überhaupt irgendwie was finde oder vielleicht so ein Duft, Stäbchen. Mal gucken, ob ich da was finde oder nicht. Ansonsten, wie gesagt, geht es für mich sowieso noch gleich noch ein bisschen weiter. Aber auf jeden Fall brauche ich für meine Mutter etwas. Für Klaus kann ich, bei Klaus ist immer gut, so ein paar Kekse, Kaffee trinkt total gerne oder isst auch gerne. Für meine Nichte muss ich noch was haben. Ich weiß nicht, ob ich zu Spielewagnis fahre nachher oder eher zu TK Maxx. Ich gucke gleich mal, was ich wo finde. Für meine Nichte habe ich schon so eine kleine Idee. Aber ob die das haben, weiß ich nicht. Deswegen, ja. Achso, und für Chrissy brauche ich auch noch was. Für die Jungs, für meine Jungs habe ich schon. Ist auch online online bestellt, auch angekommen. Vielleicht nochmal ein paar Kleinigkeiten oder so, irgendwas zu naschen. Wobei die, ja. Ich würde sagen, wir schnacken jetzt hier nicht lange und gehen einfach mal rein. Ich war jetzt hier länger nicht mehr. Sie haben schon, guck mal, auch ein paar neue Deko-Sachen, ne? Zum Beispiel diese hier, solche Kerzenhalter. Der Spiegel sieht auch cool aus. 5,95. Und hier sind diese Geschirrtücher, aber nicht in der Farbe, die ich eigentlich haben wollte. Ich wollte was in Beige haben. Mal gucken, ob die noch was haben. Grün, Blau. Beige ist weg, oder? Ja. Aber diese wären es hier gewesen. Aber ich habe gerade überlegt, bei meiner Mutter würden auch diese Farben passen. Sie hatte so eine graue Küche. Vielleicht nehme ich hiervon einfach mal so welche mit.
oder? Besser als diese. Schaut mal, die haben auch so eine schöne Solarlichterkette für 6,95. Sie sieht auch hübsch aus und vor allem das schimmelt hier nicht, weil das, glaube ich, Plastik ist oder so, wie es sich anfühlt. Oder ist es Rattern? Aber vielleicht ein bisschen aus Plastik, also ich weiß es nicht. Weil normalerweise schimmelt es nachher, ne? Bei Feuchtigkeit. Na gut, die haben jetzt hier noch mehr Lichter. 18,95, die finde ich auch ganz hübsch. Aber hier hast du ganz normal, glaube ich, ja, mit Strom, ne? Oder? Ja, mit Kabel. Dann gibt es nochmal solche Solarlampions, die großen, also 28 cm für 2,49, verschiedene Farben. Also ob sie in Weiß welche haben. Ich bin ja gerade bei Spielewagners und guck mal, das wollte ich meine Nichte mal mitnehmen. Diese Babyborn Minis gibt es in verschiedenen Variationen, guck mal. Die sehen so niedlich aus und so klein. Oh mein Gott. Wenn er nicht, der spielt ja mit der Babyborn. Ich weiß gar nicht, wie teuer diese hier sind. Und doch, 4,99. Bestimmt überlegt so. Ich habe jetzt diese beiden hier mitgenommen. Gucken wir mal diese. Und einmal, also einmal Amy, einmal Luna. Und hatte überlegt, nochmal so ein kleines Ding mitzunehmen, so ein Püppchen. Voll süß. Es gibt so mega coole Sachen, ne? Am liebsten würde ich mit ihr mal shoppen gehen, ehrlich gesagt. Hier gibt es auch so ganzen Barbies und Co. Ne? Ich gucke mal, ob ich noch irgendwie was finde. Also ich habe jetzt zwei Püppchen mitgenommen. Einmal die. Und die haben so schöne Sachen hier. So, ich bin jetzt bei Spielewagners raus, ihr Lieben. Wie gesagt, ich habe diese beiden Püppchen mitgenommen, und weil ich sie in der Werbung irgendwo gesehen habe. Ne? Fand ich ganz niedlich. Ich hoffe, sie hat die noch nicht. Und jetzt gehe ich einmal ganz schnell zu TK Maxx, weil ich habe so viel Zeit auch nicht mehr. Ich komme nämlich bald nach Hause. Und meine Nichte, wie auch wahrscheinlich alle anderen in dem Alter, die wird ja bald 4, verkleiden sich unheimlich gerne. Und ich hatte mal in Kiel bei TK Maxx solche Prinzessinnenkleider gesehen. Ich weiß nicht, ob sie die hier auch haben oder so. Ich muss einmal schauen, ob ich hier fündig werde. Auf jeden Fall waren die da runtergesetzt. Ich gucke gleich mal. Entweder sowas oder halt irgendwas zum Anziehen für sie. Ich wollte nämlich ein Päckchen losschicken. Diving deep into the waves, babe. I know that you want it too. It's a risk worth taking, even if it's over soon. Want you skin tight, close like denim. Come on, love me right. When it's ending, I'll be finding. I got your body close to mine. Abbruch, Leute. Ich finde da nichts. Also TK Maxx ist immer so, du gehst rein. Am liebsten bin ich an der Dekoabteilung, weil es so überschaubar ist für mich. Ne? Sobald es irgendwie an die Klamotten geht oder so, oder irgendwas anderes, oh, mich überfordert das. Ne? Ich habe gesagt, so jetzt Schluss. 20 vor 2 haben wir das. Ich habe da jetzt nichts mitgenommen, weil ich einfach nichts gefunden habe. Irgendwie, nee. Ich glaube, mir bleibt nichts anderes übrig, als irgendwie meinen Citypark zu fahren oder so. Und da einmal bei H&M einfach mal zu gucken. So hat es irgendwie jetzt keinen Sinn. Das Päckchen muss ich aber unbedingt jetzt in diesen Tagen wegschicken, damit die das auch rechtzeitig bekommen. Ich bin mittlerweile jetzt hier zu Hause angekommen. Übrigens, bei Action habe ich für meine Mutter was anderes mitgenommen. Ich lief da mit diesen Handtüchern, aber irgendwie war ich mir nicht sicher. Ich habe ihr andere Handtücher mitgenommen, und zwar die wirklich viel, viel besser zu ihrer Küche passen. Und zwar diese hier. Das ist so eine Sammlung von verschiedenen Handtüchern. Und finde ich, sind eigentlich ganz hübsch. Dann Duftstäbchen habe ich mitgenommen. Einmal so eine Tea-Time-Box. Mir ist eingefallen, dass sie überhaupt keine Teebox hat. Also sie hat alles lose stehen. Und dann habe ich gedacht, so, vielleicht kann man das lieber hier so reintun. Aber bevor ich es
Ja, verschenke würde ich ganz gerne, das habe ich nämlich schon mal gesehen, so eine Idee. Man befüllt diese Fächer mit verschiedenen Sachen, zum Beispiel vielleicht ein paar Nüsschen, muss ich vorher auswaschen, ne? Dann vielleicht ein paar Süßigkeiten oder Trockenobst oder so, sind hier 6 Fächer. Und das werde ich immer schön gestalten. Und was ich auch ganz gut fand, was sie nicht hat, beziehungsweise so ein Tablett für 4,99 €, sie hat Plastiktablett, wenn sie zum Beispiel was aus der Küche ins Wohnzimmer trägt. Und ich habe gedacht, sowas wäre doch irgendwie cool, oder? So aus Holz. Ich hoffe, die freut sich und denkt sich nicht, was hat die mir da schon wieder angeschleppt hier. Auf jeden Fall werde ich das alles schön einpacken und verschenken. So, und wenn nicht, habe ich was anderes überlegt. Ich werde heute Nachmittag mal zu Ernstings fahren, also Ernstings Family, und da ein bisschen gucken, ob ich da was Schönes finde für sie zum Anziehen. Einfach so ein paar schöne Sachen, vielleicht für den Frühling oder so. Und für Klaus, genau, für Christi kann ich auch. Christi bekommt einen Gutschein, denke ich mir mal. Gucke ich nochmal, was für einen. Und für Klaus, für ihn ist, wie gesagt, ein paar Kekse, ein bisschen Kaffee, freut er sich immer. Genau, sonst, ja, ein paar Süßigkeiten für meine Kinder vielleicht irgendwie so. Ansonsten glaube ich, habe ich dann erstmal alles so weit durch. Also für meine Nichte wollte ich nochmal bei DM so ein paar Trockenfrüchte holen, weil das isst sie total gerne. Oder ein paar Riegel oder so, Müsliriegel. Das sind so Fruchtriegel. Ich gucke einfach mal. Ich würde sagen, mein Schatzi war schon so lieb, hat einen Auflauf reingeschoben. Ash kommt schon gleich. Und ja, sieht ganz gut aus. Schaut mal, könnt ihr das sehen? Wird schon braun. Es riecht auch mega lecker hier. Leute, ich fahre jetzt nochmal kurz los. Wir haben gegessen, alles ist abgeräumt. Wir haben sogar für TipTap ein Video angefangen zu drehen. Mein Schnucki ist so lieb und übernimmt den Geschirrspüler. Und ich fahre jetzt einmal wieder auf die Jagd nach den Ostergeschenken. Mir fehlt nur so ein bisschen was, aber ich hoffe, dass ich bei Enstings was bekomme für meine Nichte und den Rest halt auch DM, Rewe, wie auch immer. Auf jeden Fall würde ich mal sagen, nehme ich euch mal mit und dann fahren wir einmal schnell los. Ich bin jetzt gerade bei DM und suche gerade für meine Nichte so ein bisschen was aus. Kann ich auch noch gar nicht. So Mini-Haferherzchen und sowas. Guck mal, hier ist alles so voll. Ich nehme einfach so ein bisschen was für sie mit, irgendwas zum Naschen. Mini-Haferherzchen. Nochmal. Ja, ich guck mal, die haben so leckere Sachen hier, ne? Auf jeden Fall, ich stehe aber noch ein bisschen weiter. Guck mal, diese habe ich noch zu Hause für sie. Ich denke, das hier ist auch ganz lecker. Mango, Karotte, Pfirsich. Diese hier. Hören sich auch sehr gut an, ne? Oder auch die Trockenfrüchte sind auch ganz mega. Die esse ich sogar gerne, ne? So, ich bin jetzt gerade bei Ernstings Family und wollte für meine Nichte mal was gucken. Die haben wunderschöne Farben schon wieder hier, ne? Sieht alles sehr, sehr schön aus. Gerade jetzt sowas wie zum Beispiel Pastellfarben wieder. Ich muss gucken, was ich so mitnehmen kann. Sie hat im Moment Größe 110. Wächst ja immer schneller, ne? So süß alles, oder? Kann man sich gar nicht entscheiden, ehrlich gesagt. Auch der T-Shirt mit dem Häschen. Dieses hier ist auch voll süß. Guck mal, die haben hier schon so Sommerkleidchen. Oder hier, guck mal. Das ist auch süß. Aber ich glaube, so was Ähnliches hat sie. So ein Trenchcoat für Kleine. So Kleidchen sind auch ganz niedlich. Gibt es auch, guck mal, in Rosa. Das hier sieht auch sehr, sehr schön aus. Bibi und Tina. Das ist auch niedlich. Mein Gott, für mich haben die so schöne Sachen. Das hier ist auch ganz süß, so, ne? Als Kleidchen, wie so ein länglicher Pulli. Sieht sehr süß aus. Und dann so verschiedene Farben, guck mal. Auch, glaube ich, ihre Größe 110, 116. Ja. Das sieht hübsch aus. Dieser Pulli ist auch ganz niedlich. Ich würde eher sagen, wahrscheinlich eher Pulli. Ich gucke mich noch einmal ganz kurz hier mal um, was die noch so Schönes haben. Guck mal, was ich gefunden habe. Sie liebt ja Anna und Elsa, ne? Und hier gibt es sogar noch so ein Mini-Kleidchen quasi für die Puppe. Wie cool ist das? Welche Größe? 98, 104. Aber sie hat 110. Wobei, die ist ja nicht so. Die ist recht schmal bei uns. Also schlank und lang.
Das hat doch was irgendwie. Also, eine schwere Entscheidung. Hier ist ja noch viel mehr, was ich mitnehmen könnte. Noch. Das sieht alles so hübsch aus. Auch die Farben sind wirklich wunderschön. Die Jeansjacke da oben, voll süß. Ich bin zurück zu Hause, Leute. Ich kann nicht mehr. Also manchmal ist es bei mir so, ich habe irgendwann mal die Schnauze voll von den Geschäften, ne? Ich habe meine Nichte tatsächlich was Schönes gefunden. Und zwar einmal diesen Pulli habe ich mitgenommen und einmal dieses Kleidchen. Guck mal, mit, ich glaube, das ist hier Elsa, oder? Nicht Anna. Elsa ist doch die Blonde gewesen, ne? Dann habe ich hier noch mehr mitgenommen. Ich drehe mal ganz kurz mal die Cam und zeige euch nochmal genau, was es überhaupt geworden ist. Ich brauchte halt für Ostern jetzt ein paar Sachen. Für meine Nichte hatte ich ja das schon gehabt. So, mitgenommen habe ich bei DM einmal dieses hier. Fruchtgummis, Apfel, Himbeere ohne Zucker und ohne Zusatz. Das ist einfach scheinbar mit Fruchtzucker. Solche Müsli-Riegel sahen ganz lecker aus. Dann haben wir solche Dinkelkekse, Schokokekse. Warte mal, das ist nicht für meine Nichte, das ist jemand anders. So, Klaus habe ich Kaffee und solche belgische Pralinen, die sind super lecker, die habe ich früher mal gegessen. Schmecken wirklich sehr, sehr gut. Dann haben wir hier für meine Nichte einmal solche Teilchen, dann Mini-Herzchen, noch mehr Mini-Herzchen. Ich weiß nicht, ob sie das alles kennt, auf jeden Fall das hier alles für meine Nichte. Muss ich nochmal alles einpacken gleich. Genau, das ist auch für jemand anders. Gutscheine Douglas will ich auch verschenken. Genau, fand ich ganz niedlich hier. Einmal so ein Häschen, wird auch als Geschenk einfach eingepackt. Und für mich hatte ich einmal so ein Lipgloss mitgenommen von Essence. Die sind ganz gut. Einmal so ein Lippenbalsam, ist relativ neu bei DM. Und einmal dieses hier. So, das war's. Das ist jetzt meine Ausbeute gewesen. Achso, und dann solche Täschchen. Zwei Stück, 2,55. Die brauche ich auch zum Einpacken. Genau. Ja, das war's dann auch schon, meine Lieben. So schaut die Box jetzt aus. Ich habe sie aufgefüllt. Ich finde, das ist immer ganz cool. Da muss man das nicht leer verschenken. Wisst ihr, was ich meine? Also man kann theoretisch mit allem Möglichen füllen. Und auch Ash kommt. Auf jeden Fall habe ich sie sauber gemacht, aufgefüllt. Und so wird die jetzt verpackt sozusagen und wird dann verschenkt. So, und hier habe ich die Kiste für meine Schwester gepackt, beziehungsweise für meine Nichte. Für meine Schwester wollte ich auch noch ein bisschen was einpacken. Und dann kann es auch schon zur Post morgen. Das Ganze sieht jetzt so aus. Ich habe jetzt einfach alles in dieses Tablett reingelegt, auch die Pralinen von Klaus. Passt alles perfekt, bis auf den Kaffee. Kaffee kann ich extra nochmal einpacken. Und hier würde ich ganz gerne einfach mal vielleicht eine Glasisfolie drumherum machen oder einfach so lassen. Ich lasse es einfach so. Man muss ja jetzt nicht unbedingt auch noch mehr Folie da irgendwie umwickeln. Ja, Häschen reingesetzt, ein paar Ostereier, ein bisschen Eukalyptus ist es ja nicht, Olivenzweige und ansonsten ist das hier alles soweit fertig. Handtücher habe ich aufgerollt und einfach so reingelegt. Ja, also ich finde, das sieht ganz nett aus. Oh mein Gott, es wird dunkel. Es ist jetzt auch schon kurz vor 7. Wir haben gerade ein Video aufgenommen, um was zu ändern. Und guck mal, wer mich besucht. Wo kommst du denn her? Wo sind deine Härchen? Ich glaube, die sind einfach nur raus. Was ich gerne machen möchte, ist einmal... Achso, die Bank muss einmal zurück in die Ecke. Und ich wollte eigentlich die Blumenerde schon mal aufgefüllt haben. Heute habe ich noch nicht geschafft. Leo, was ist? Will was. Schau mal, Erdbeeren stehen hier noch. Es wird kalt schon wieder, ne? Und hier sind die Säcke mit der Erde. Die würde ich ganz gerne einfach mal umkippen jetzt einmal in das Gewächshaus. Natürlich, wenn die Sonne scheint draußen, ist es tagsüber angenehmer als jetzt hier jetzt, ne? Das ist doch ein bisschen frisch, ehrlich gesagt. Ich weiß gar nicht, ob Leo jetzt alleine draußen ist. Kinder höre ich nicht. Wo ist Max? Wo ist Max gesagt? Wir gucken einmal ganz kurz, was der Salat hier jetzt macht. Den hatte ich ja... Ja, sieht ganz gut aus, ne? Ist ein bisschen dunkel für euch jetzt hier, aber hängt nicht. Das ist schon mal ganz gut. Ich lasse diese Deckel übrigens drauf, weil mir ist es zu gefährlich. So, Erde habe ich reingeschleppt. Das sieht auch noch einigermaßen alles gut aus. Jetzt würde ich gerne einfach mal alles befüllen. Ich denke aber, dass das zu wenig ist. Kommt mir zumindest so vor. Irgendwie sind das so riesige Behälter, ne? Ich glaube, es war zu wenig. Oh mein Gott, das wird langsam dunkel. Das könnt ihr, glaube ich, gar nicht so gut sehen. Ich habe jetzt die Erde aufgefüllt. Nee, naja, einigermaßen kann man das sehen. Aber ich brauche immer noch Erde. Das heißt, morgen muss ich nochmal
los und ein bisschen was holen. Die Kästen habe ich schon eingestellt für die Erdbeeren. Reicht mir aber nicht. Und ich meine, ich werde es morgen meinem Hellen nochmal angucken. Ich glaube, dass die irgendwie auch vergammelt sind oder so. Ich weiß es nicht. Muss ich im Hellen morgen angucken. Die anderen habe ich eingestellt, die ich geholt habe. Es ist dunkel. Sieht nichts, ne? Na gut, ihr Lieben. Also mehr gibt es hier auch nicht mehr zu sehen. Also ihr Lieben, ich habe jetzt langsam Feierabend. Na, es ist schon 7:30. Ich habe bis gerade eben, bis es dunkel wurde, noch ein bisschen draußen kurz was erledigt, weil ich das tagsüber nicht geschafft habe. Wir haben heute ein Video für Twitter aufgenommen und dann tipptapp. Und dementsprechend ist dann da, verschiebt sich das alles. Ne? Und deswegen habe ich gedacht, so, bevor ich es morgen machen muss, habe ich es jetzt nochmal schnell gemacht. Habe nochmal kurz eure Kommentare durchgecheckt bei dem heutigen Video. Ja, Real hat leider zugemacht. Ja, bei einigen von euch wurde er zum Rewe oder einer hat geschrieben Edeka, der nächste hat er geschrieben Kaufland. Ich glaube, hier war das auch im Gespräch, irgendwie das Kaufland eventuell übernehmen soll, wollte. Im Endeffekt habe ich gehört, es soll jetzt abgerissen werden. Werden wir sehen. Ich finde es halt schade, tatsächlich, dass einfach, wie auch eine schon geschrieben hat, diese Vielfalt geht verloren. Ne? Dann hat man nur noch so irgendwie die gleichen Geschäfte, Aldi, Lidl, Rewe, Edeka. Das war's dann. Also es gibt, wobei es gibt dann noch Penny. Das haben wir genau, weil im Grunde gehören die alle irgendwie zu einer Gruppe, ne? Habe ich, meine ich, gelesen zu haben, dass es eine Gruppe irgendwie ist, sondern nur zwei und dann gehören alle Lebensmittelketten da rein. Einige haben sogar dort gearbeitet und eine Ausbildung gemacht. Ja. Also im Grunde finde ich es einfach nur schade. Ich finde es generell schade, wenn die Geschäfte zumachen und insolvent sind. Ja. Manchmal ist es halt so. Manchmal passiert das halt und ja. Na gut, ihr Hübschen. Also, ich würde gerne das Video jetzt hier beenden. Hab heute so ziemlich vieles irgendwie erledigt bekommen. Mir fehlen so ein paar Kleinigkeiten zu Ostern noch. Einkaufen muss ich dann auch noch fürs Frühstück. Aber ich habe noch ein bisschen Zeit. Und daher, ja, immer Stückchen für Stückchen, ne? Aber wir haben heute viel geschafft. Das Wichtigste ist schon mal, dass das Paket für meine Schwester und meine Nichte halt fertig ist. Kann ich morgen losschicken, alles eingepackt. Ich habe nochmal oben drauf, damit es halt nicht alles so hin und her wackelt, so lose ist. Hier nochmal zwei also Sofakissenbezüge mit eingepackt. Ich hoffe, dass ihr die leiden mag. Ich glaube, die passen bei ihr sehr gut rein. Das waren so weiße mit etwas, die waren doch eher so Boho-Style. Aber wie gesagt, ich habe gedacht, okay, ich benutze die jetzt nicht, bevor die hier rumliegen. Und die mag das total gerne. Und das passt bei denen wirklich sehr gut ins Wohnzimmer. Ja, meine Hübschen. Ansonsten, wie gesagt, hoffe ich, dass euch dieses Video hier gefallen hat. Und wir sehen uns aber im nächsten Vlog. Bis dann. Tschüss.